Sich Fetzer Ending würde ich so beschreiben: Wir sind eine Gurkenmusik und haben einfach Bock am Musik machen, sind unendlich kreativ und motiviert, einfach was zu reißen. Das bisherige Highlight war auf jeden Fall das Torle-Konzert. Vorne dran zu stehen, hinter dir die Wand eben und vor dir auch eine Wand mit Sousaphon, Schlagzeugen und was weiß ich nicht allem. Das war echt so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich glaube, jetzt haben wir irgendwie die erste Hürde wirklich richtig krass genommen und es läuft. Die Idee, eine Gurkenmusik zu gründen, kam so, dass ich zum Geburtstag eine Gurkenmusik-CD geschenkt bekommen habe, die ich mir auch gewünscht habe. Und ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, Niklas, irgendwann spielst du bei einer Gurkenmusik mit. Und meine Mutter hat dann gesagt, Niklas, du hast deine Kollegen, deine Kumpels bei dir im Musikverein, frag die doch und mach einfach was. Und so kam dann die Idee, eine Gurkenmusik zu gründen. Der Name Zichfetzer, es wird mal öfters gefragt, was das eigentlich bedeutet. Und zwar kommt es aus dem alten Dialekt und bedeutet so viel wie Forthocke, Einstringe gehen, nicht mehr heimkommen. Da der Name auch das Wort Fetzer beinhaltet, hat es für uns einfach gut gepasst und da wurden wir uns auch schnell einig, dass unsere Gurkenmusik Zichfetzer heißen soll. Was gefällt mir, ist ein Zusammenschluss von jungen Leuten, hochmusikalisch, die meisten ja mit einer guten Ausbildung, dass man nicht nur in einem Blechinstrument bläst und trommelt, sondern wirklich mit qualifiziert und mit geübtem Hintergrund. Ich bin ehrlich, ich bin nicht so der richtige Gurkenmusik-Fan. Ich habe da nur viel zu viel Handverlesen in der Gurkenmusik, die ich gut finde. Dazu gehören die Zichfetzer, weil oftmals ist bei Gurkenmusik einfach so. Schräg, laut ist immer irgendwie das Motto für alle. Das passt mir irgendwie nicht. Mit der Ohren habe ich es auch ein bisschen. Aber das ist halt mit der Zichfetzer eine gute Mischung. Die Zichfetzer haben eigentlich eine sehr schöne Homepage, die eigentlich ja alles mit Bildmaterial und Videomaterial eigentlich über die Zichfetzer zeigt. Gewisse soziale Medien, Facebook und so weiter, sind sie überall vertreten. Von dem her kann man eigentlich fast live miterleben, was sie so treiben und wie sie sich so irgendwie die Abende verbringen. Was hat mich überzeugt, einen Schlagzeugwagen zu kaufen? Ich denke, ich habe einfach die Entwicklung gesehen und das Potenzial, was einfach in den paar Monaten, die wir eigentlich nur zusammen musiziert haben, was da entstanden ist. Und das hat mich eigentlich bewegt, da auch Geld rein zu investieren. Das habe ich eigentlich gern gemacht, weil ich investiere nur in etwas, was mir auch Spaß macht. Und das hat es mir definitiv. Als wir eine Zeit lang Musik gemacht haben, wurde für mich dann klar, dass ich eine eigene große Trommel anschaffen will. Und am besten auch mit Beschriftung, auf der dann die Zichfetzer auch noch bekannter sind, sozusagen noch mehr Werbefläche zu schaffen. Und nach 2,5 Jahren war es dann soweit und ich habe dann gesagt, komm, jetzt kaufen wir uns eine Trommel. Überzeugt hat mich dann eigentlich, also rein musikalisch, das hohe Niveau. Weil es ja die Gurkenmusik an sich noch nicht so lang gibt und der Einstieg eigentlich gleich auf hohem Niveau stattgefunden hat. Ja, ich finde es klasse, dass einfach sehr viele Schüler einfach auch von mir einfach da mitmachen und einfach auch Spaß haben am Musik machen. Klar. Es gibt auch andere Richtungen, wo auch nicht schlecht sind zum Musizieren, aber ich finde es toll, wenn sie einfach an Phasen zusätzlich machen und
jeder von uns weiß ja, was das für eine Stressestandphase, wo die ganze Stadtmusik hat. Und dann, wenn es dann Leute gibt, die zusätzlich noch was machen, finde ich das einfach klasse. Und für die musikalische Entwicklung und für den Ansatz ist das immer sehr positiv. Fasnacht sind Sie ganz groß dabei, vor allem wenn Sie in die Bank reinlaufen oder in jede Kneipe reinlaufen, außer die Eisziele, da sind Sie nicht reingelaufen. Also Sie treten immer wieder auf und Sie treten gut auf. Die Sichfetzer haben eine gute Auswahl an Stücken und sie können sehr gut Musik machen. Und zwar alle, die da mitspielen. Und ich finde es aber auch gut, wenn sich ein Verein gründet, denn dann haben die Leute auch wirklich verstanden, was es bedeutet, wenn man kein e.V. ist, was die Haftungsdinge anbelangt und dergleichen mehr. So dass ich finde, die Gründung eines Vereines ist ein guter Akt für den Zusammenschluss von Musikerinnen und Musikern. Erreiche will ich, dass es genauso bleibt, wie es ist, beziehungsweise dass einfach die Gemeinschaft, die bisher da ist, so weitergeführt wird, weil es einfach witzig ist. Und ich hoffe auch, dass wir mehr Zuwachs noch bekommen, dass es einfach eine größere Gruppe wird und von der Akustik her einfach nochmal ein bisschen größer ist und das auch gute Musik, finde ich, auch ein bisschen ausmacht. Ich wünsche mir natürlich, dass ihr über die nächsten 40 Jahre, so wie Google Music aus Basel einfach zu uns als kommt, dass ihr einfach über die nächsten 40 Jahre zumindest an der Phase und einfach mit hier am Ort verbunden seid und auch so wie ihr da seid und so wie ihr lebt und wie ihr froh seid, dass ihr es einfach so mit in die Phase mit reinbringt.